Vor 3 Jahren haben viele Leute über sowas nicht geredet oder vor 2 Jahren. Jetzt fangen die an und sagen, ich kann es nicht mehr hören. Es ist irgendwie da was weg, da was vorschreiben, da was. Dann wird dauernd eine neue Sau durchs Land gehen. Jetzt ist es Till Lindemann, vorher war es Till Schweiger. Wenn es ginge, würden sie Till Eulenspiegel auch noch wieder ausgraben. Also ja, es ist irgendwie alles ein Irrenhaus. Dieses berühmte Zitat von Henrik M. Bruder, man muss Deutschland überdachen, dann sind wir eine geschlossene Anstalt, ist mittlerweile ja schon überholt. Deutschland ist eine offene Psychiatrie, die Schwerstfälle sitzen in der Regierung und die leichteren kleben auf der Straße. Und ich glaube, das spüren die Leute und darum haben die keine Lust mehr.